Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. Es ist wieder Freitagabend und wieder Zeit für ein kleines Nageltutorial. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch natürlich wieder blendend. Mir geht es auch gut. Wir haben jetzt 23.20 Uhr. Ich drehe das Video jetzt noch schnell zu Ende. Dann haue ich mich auf die Couch und werde noch einen Film gucken und wahrscheinlich dabei einschlafen. Wer kennt es nicht? aber nichtsdestotrotz, wir machen heute die gotische Mandel und die sieht wie folgt aus. Die gotische Mandel ist eine sehr spezielle Form, möchte ich es mal sagen. Das Ganze läuft spitz nach vorne zu, wie eine Mandel halt, und dann ist sie vorne abgerundet. Von der Seite sieht das aber ganz anders aus. Von der Seite ist es eine sehr gerade Seitenlinie und ist dann vorne schräg nach oben gefeilt. Wir brauchen dafür eine Schablonverlängerung und müssen das Ganze auch pinchen, weil es gibt keine Tipps, die diese Form unterstützt. Da wir eine sehr, sehr steile oder eine sehr tiefe C-Kurve brauchen, quasi schon ein U, damit wir diesen speziellen Look kreieren können. Wenn euch das Video gefällt, dann gerne einen Daumen nach oben oder lasst doch mal ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, ihr kennt das ganze Spielchen, und dann starten wir doch einfach jetzt. So, gotische Mandel. Wir kleben jetzt erstmal die Schablone drauf. Und zwar die Schablone, den Kreis rausnehmen, hier hinkleben. Dadurch erhalten wir eine bessere Stabilität. Dann reiße ich das Ganze hier auseinander. Manche lassen das zusammen, manche reißen es auseinander. Müsst ihr gucken, wie ihr am besten klarkommt. Ich würde es euch empfehlen, auseinanderzureißen, weil dann könnt ihr es besser an den Finger anpassen. Und dann nehmen wir uns den Nagel und gucken erstmal, ob die Schablone optimal sitzen würde. Ich sehe jetzt, dass an dieser und an dieser Seite eine kleine Lücke ist. Deshalb schneide ich einen kleinen Keil in die Schablone rein. So, das müsste reichen. Und dann das Ganze unter den Nagel schieben. Gucken, dass ihr den Mittelstrich in den Mittel des Nagels bringt. Und dann drückt ihr die Flügel der Schablone unten zusammen. Wenn ihr die Schablone dann unter dem Nagel habt, drücken wir das Ganze jetzt schon mal ein wenig zusammen. Das heißt, wir formen jetzt quasi schon mal so grob die C-Kurve aus. Und da die gotische Mandelform relativ schmal vorne zusammengeht, aber trotzdem so ein bisschen eckig ist, würde ich das Ganze nicht ganz vorne zusammendrücken, also nicht wie beim Stiletto, sondern hier vorne wirklich noch so eine kleine Rundung drin lassen. Und dann gucken wir, dass wir das relativ schön schlank zusammendrücken. Nicht zu schlank. Wo ihr darauf achten solltet, ist, dass zwischen Nagel und Schablone keine Lücke ist. Das heißt, hier sollte es geschlossen sein. Genauso wie an den Seiten sollte nirgendwo eine Lücke sein. Zur Schablone oder zum Nagel. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir das Ganze drehen, dass die Schablone nicht nach oben zeigt, sondern eher nach unten oder gerade. Denn sonst habt ihr so Sprungschanznägel und das sieht scheiße aus. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Gel auftragen. Ich mache das Ganze immer erstmal vorne auf den Nagel einmal komplett drauf. Dünn, wichtig, wieder nicht an die Haut kommen.
Und dann fange ich an, auf der Schablone das Ganze mir die Form zu modellieren. Ich will das heute relativ lang machen. Mach den Nagel lieber ein bisschen länger, als er eigentlich sein soll, denn wir feilen das Ganze ja noch und dadurch wird es eh noch mal ein bisschen kürzer. Also noch mal so 1-2 mm dran setzen, genauso wie an den Seiten 1-2 mm mehr, weil wenn wir feilen, da geht mit Sicherheit noch was flöten und wir können das Ganze dann besser anpassen. So. Auf den Übergang könnt ihr gerne noch ein bisschen mehr machen, damit das Ganze gleich nicht direkt flöten geht, wenn wir das aus der Lampe rausnehmen und die Schablone abmachen. Und da wir das Ganze wieder pinschen wollen, kommt das für 20 Sekunden in die Lampe. Dann testet am besten erstmal, ob das Gel die richtige Konsistenz hat, also sollte nicht zu weich sein, aber auch nicht zu fest. Und das passt jetzt bei mir ganz gut. Und dann lösen wir die Schablone vom Gel ganz vorsichtig. Ich fange dabei immer an den Seiten an. Und dann ziehe ich die Schablone ab. So. Und dann haben wir schon mal unseren verlängerten Nagel. Jetzt nehmt ihr euch eure Pinschzette und dann drücken wir den Nagel schon mal so ein bisschen in die Form, wie wir es gerne haben wollen, genauso wie das Gel. Wie gesagt, er muss ein bisschen schmaler werden, deshalb drücken wir es ein bisschen mehr zusammen. So, vorne schön zusammendrücken. Und dann nehmt ihr euch eure Pinchklemme und setzt das Ganze an und drückt das zusammen. Da ich es vorne schön schmal haben möchte, drücke ich das hier noch mal ein bisschen zusammen. Und dann kommt das Ganze zum Aushärten in die Lampe. Wenn das Ganze dann ausgehärtet ist, nehmen wir den Finger wieder aus der Lampe raus und entfernen dann einfach mal die Pinchklemme und haben dann schon mal unseren zusammengedrückten Nagel. Da wir heute den schnellen Weg gehen, mache ich jetzt das Aufbaugel drauf und modelliere den Apex, weil wir wollen ja heute nur Shellack drauf machen. Das heißt, wir sparen uns den French. Ich mache jetzt erstmal komplett eine dünne Schicht drauf. Wichtig, wieder nicht an die Nagelhaut kommen oder an die Haut generell. Und dann nehme ich mir einen dicken Tropfen raus, fange in der Mitte an, arbeite mich dann nach hinten und dann im Zickzack einfach nach vorne. Bei langen Nägeln müsst ihr natürlich ein bisschen mehr Aufbaugel nehmen. Ich nehme jetzt nochmal einen zweiten Tropfen dazu.
Ganz wichtig, er schiebt und zieht das Gel nur von A nach B. Nicht auf den Nagel damit kommen. Und dann kommt das Ganze für eine Minute in die Lampe rein zum Aushärten. Bei längeren Nägeln kann es natürlich sein, dass ihr zweimal Aufbaugel drauf machen müsst, weil das Ganze so ein bisschen verlaufen ist und der Apex noch nicht ganz sitzt. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Hier in der Mitte fehlt nämlich noch ein bisschen Aufbaugel. Und da das die Bruchstelle ist, ist das natürlich die wichtigste Stelle. Ja, erstmal komplett dünn. Und dann in der Mitte das Ganze so ein bisschen verteilen. Und vorsichtig glatt ziehen. Und dann kommt das wieder in die Lampe rein. So, ist das Ganze ausgehärtet, nehmen wir den Finger natürlich aus der Lampe raus und fallen jetzt die Form rein und fallen auch den kompletten Nagel einmal nach. Das heißt, wir cleanern das Ganze jetzt erstmal ab, schnappen uns unsere Feile und dann geht es an die Form. Der gotische Nagel ist erstmal ein gerader Nagel und wird dann mit der Feile vorne schräg rund gefeilt. Zeige ich euch gleich. Das heißt, wir machen den Nagel jetzt erstmal gerade. Vorne gerade, meine ich natürlich. Ich fange dabei immer erstmal mit den Seiten an. Fall mir erstmal die Seitenlinien schön. Dabei nehme ich wieder meinen Daumen als Abstandshalter, packe den hier hin und so kann ich nicht an die Haut der Kundin kommen. Denn das könnte irgendwann mal wehtun, beziehungsweise ihr stößt irgendwann mal auf Öl und ja, ist nicht so schön. Das Ganze läuft natürlich schmal nach vorne zu. Weil es ist ja eine Mandel. Mandeln laufen schmal nach vorne zu. Beim Feilen an den Seiten gehe ich wirklich nur gerade mit der Feile nach vor und zurück, genau wie mit der anderen Seite. Nicht, dass ihr dabei so wackelt, dann kriegt ihr eine falsche Form rein. Und an den Seitenlinien natürlich auch darauf achten, dass ihr hier keine Macke reinfallt, das heißt irgendwie Kanten reinfallt oder sowas. Es sollte schon mit dem Naturnagel abschließen. Wirklich zwischendurch mal von oben drauf gucken, so dass ihr auch sicher sein könnt, dass das Ganze schön in Form bleibt, nicht dass ihr an einer Stelle zu viel wegfeilt, weil das seht ihr wirklich von oben, wenn ihr einmal schön gerade drauf guckt, am besten. So, und dann fahre ich den Nagel vorne erstmal gerade. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine recht schöne Ballerina-Form. Dann fahre ich jetzt erstmal den kompletten Nagel einmal zurecht, damit ich das schon mal hinter mir habe. Wenn ihr irgendwo Gelreste habt, die auf die Haut gelaufen sind, die natürlich wegfeilen. Den Apex schön ausfeilen, zurechtfeilen. Das heißt, dass in der Mitte des Nagels, an der Bruchstelle, also nicht unbedingt die Mitte des Nagels, sondern da, wo der Naturnagel zum Gel übergeht, da ist die Bruchstelle und da sollte es auch am dicksten sein. Beim Feilen des Apex feile ich an der Nagelhaut zur Mitte nach oben und vorne feile ich von der Mitte zur Spitze nach unten.
immer auch mal einen Blick an die Seite werfen, ob ihr die, den Apex richtig getroffen habt. Oder ob irgendwo irgendwelche Hubbel sind, die noch weggefeilt werden müssen. Denn bei so langen Nägeln ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr vernünftig nachfeilt. Denn umso länger der Nagel ist, umso mehr seht ihr natürlich auch irgendwelche Unebenheiten. So, dann haben wir jetzt schon mal ungefähr so die Form, die wir als Ausgangsposition nehmen. Und dann setzen wir jetzt die Pfeile schräg an und feilen die Spitzen quasi weg. So entsteht dann vorne die Rundung. So, dadurch, dass wir die Seiten des Cs etwas länger gezogen haben und jetzt schräg gefeilt haben, bekommen wir diesen Look, dass es hier rund wird. Ich hoffe, man sieht's. Und hier ist es dann eckig. Umso schmaler ihr die C-Kurve ausbildet, umso dünner wird der Nagel und umso spitzer wird er dann auch, wenn ihr vorne die Rundung reinfallt. Hier ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr wirklich nochmal von oben drauf guckt, denn die Rundung muss da schon ganz gut an eine Mandel erinnern. Dass ihr die Seiten hier nochmal so leicht rund feilt. So, und so wäre dann mein gotischer Nagel fertig. Von der Seite ist diese Ecke hier eckig. Und wenn man von oben drauf guckt, sieht er wie eine lange Mandel aus. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal von unten ein wenig fräsen, damit der Übergang ein wenig wegkommt. Und mal gucken, was da noch so lauert, ob da irgendwelche Kanten sind. Und die mache ich jetzt mit der Fräse weg und einem ganz dünnen Bit. Beim Fräsen unter Nagel solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr den Fräskopf nicht bis zum Anschlag unter den Nagel haut. Das würde der Kundin mit Sicherheit wehtun. Zum anderen natürlich nicht zu viel wegfräsen, nicht dass das Gel zu dünn wird an manchen Stellen. Wirklich nur den Übergang so ein bisschen wegfeilen oder wenn ihr irgendwo Kanten habt, die ganz vorsichtig wegfräsen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch generell bei Kunden machen, auch wenn ihr Naturnägel habt. Denn dadurch könnt ihr so ein bisschen die Verfärbung unter dem Nagel entfernen und das sieht dann natürlich schöner aus und der Kunde ist natürlich auch zufriedener. So, ich werde jetzt den Nagel mit Shellac einstreichen und dann sind wir auch schon fertig. So, das war es auch schon mit der gotischen Mandel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Abo da lassen. Gefällt mir, klicken, Facebook, Twitter, Instagram. Das Ganze brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären, wie das funktioniert. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer es war schön für euch, dieses Video zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.